Hallo, liebe Freunde, leider mussten wir feststellen, dass heute Nacht am 24. Februar bei uns im Geschäft im Radlstall in Dickenreishausen eingebrochen wurde. Der oder die Täter kamen über eine Toilettenfensteranlage ins Geschäft. Man sieht hier den Täter bei der Arbeit, wie er in der Werkstatt die Kasse ausbaut, rausreißt und das gesamte Bargeld entwendet. Fenster eingeschlagen, vermutlich waren es zwei, Spurensicherung war bereits da. Aber vielleicht erkennt von euch irgendjemand diesen Menschen, wir sehen ihn nur von hinten, junger Mann, junge Frau, eher junger Mann, Kapuzenkatze, Kappe, ja. Wer Hinweise hat, bitte melden, ihr würdet uns einen Gefallen tun und solchen unfairen Menschen das Handwerk zulegen. Vielen Dank für eure Mitarbeiter und wenn ihr wollt, teilt das Video, damit wir den Jungs auf die Schliche kommen. Danke, tschüss.